Ernst, keine Impfpflicht, Herr Magister Florian Höllwart, das Wort erteilen. Bitte sehr. So, sehr geehrter Herr Obmann, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte beiden Experten, die eingeladen worden sind, meine Damen und Herren Abgeordnete, Sie schauen alle so ernst. In Wahrheit, das wäre der Abtritt, Sie schauen alle so ernst. Es ist in Wahrheit ein wunderschöner Tag heute. Es ist Volksbeteiligung heute zum Thema. Sie sitzen im Ausschuss für die Volksbeteiligung. Sie müssen eigentlich froh sein, weil das ist der Inbegriff der Demokratie. Deshalb seien Sie ein bisschen netter und schauen Sie ein bisschen freundlicher. Das ist, erschreckt mich ja fast als Bürger. Der Kollege Höllwart und ich haben im November 2021, als wir mitten dabei sind, gegen 2G zu kämpfen, eine unsägliche Pressekonferenz des jetzigen Außenministers, vormaligen Außenministers und Kurzzeitkanzler Schallenberg gehört, wo er quasi der Regierungsfraktion aufgetragen hat, ein Gesetz für die Impfpflicht zu schreiben. Wir waren entsetzt damals, haben sofort Initiative ergriffen, haben gesagt, wir müssen dagegen was tun, wenn schon im Parlament wenig dagegen getan wird, und haben uns entschlossen, ein Volksbegehren zu initiieren, eben das Volksbegehren keine Impfpflicht. Binnen sehr kurzer Zeit, nämlich binnen 24 Stunden, waren die 8000 Unterschriften beisammen und wir haben es dann eingereicht und es war eine kleine erkleckliche Summe, die das dann unterstützt hat. Es war so gesehen das erfolgreichste Volksbegehren aller Zeiten, weil innerhalb der Eintragungswoche wurde die Impfpflicht tatsächlich, zumindest angekündigt, abgeschafft. Tatsächlich ist es aber so, dass das die Entstehungsgeschichte dieses Gesetzes und die Entstehungsgeschichte, wie Sie hier abgestimmt haben, schon etwas bedenklich stimmt. So wurde im stillen Kämmerchen des Gesundheitsministers ein Gesetz entworfen, das dann kurz vor Weihnachten veröffentlicht wird, Tausende, Zehntausende Stellungnahmen dazu abgegeben worden sind und just am Tag, bevor es in diesem Ausschuss eigentlich diskutiert werden sollte, ist es durch einen demokratischen Taschenspielertrick doch ganz anders gewesen. Darüber haben dann im Parlament und im Bundesrat wurde es dann abgestimmt. Es war eine erklägliche demokratische Mehrheit, das stehen wir ja auch alle zu. Doch jeder wusste zu dem Zeitpunkt, wo dieses Gesetz abgestimmt worden ist, dass eigentlich der Sinn und Zweck des Gesetzes verfehlt war, weil die Impfung, die damals en vogue war, eigentlich den Zweck nicht erfüllen konnte. Dennoch haben sie abgestimmt. Manche haben von Vorratsgesetzgebung gesprochen, ein unglaublich undemokratischer Ansatz, wenn man mit Grundrechten so umgeht, wie es dieses Haus getan hat. Wir haben dann den Menschen da draußen, die uns Tausende haben uns angeschrieben, angerufen, haben eigene Teams gebildet, damit wir die Telefonate nehmen können, haben wir diesen Menschen eine Möglichkeit gegeben, mit ihnen in Kontakt zu treten, nämlich ihnen als Abgeordnete, die oft weit weg vom Volk sind. 485.000 Briefe wurden an dieses Haus geschickt. Ich bin sicher, jeder von Ihnen hat zumindest einen Brief bekommen, wenn nicht sogar hunderte, wo drinnen steht von der Bevölkerung, dass Sie doch bitte nicht hier zustimmen sollen, dass in die Grundrechte Recht auf Unversehrtheit, Recht, also Verbot der Zwangsbehandlung eingegriffen wird. War Ihnen egal. Die meisten von Ihnen haben dieses Gesetz beschlossen und wissen, dass sie es eigentlich nie in Kraft setzen wollen, aus verschiedenen Gründen. Die Bösen sagen, weil sie es behördlich nicht geschafft hätten. Die positiv Meinenden gehen davon aus, dass sie gewusst haben, dass es eigentlich ein unsägliches Gesetz ist, das in diese Demokratie nicht reinpasst. Ja, worum geht es bei uns? Ich werde mich da nicht so vertiefen in die Höhen und Tiefen der allgemeinen Überlegungen. Ich erkläre Ihnen ganz einfach, worum es bei unserem Volksbegehren gegangen ist. Es gibt zwei Punkte. Der erste Punkt, wir verlangen nicht mehr und nicht weniger, als dass es in der Bundesverfassung verankert wird, dass es keine Impfpflicht mehr geben kann, die einfach gesetzlich verankert wird. Warum? Weil das hier passiert ist. Per Einfachgesetz hat man hier Grundrechte tangiert und verletzt und das soll nicht mehr der Fall sein. Ich war mit dem Kollegen Höllwart, waren wir bei der ersten Lesung unseres Volksbegehrens hier oben auf der Galerie und haben dem Abgeordneten Schallmeier, der ja Gesundheitssprecher der Grünen ist, zugehört, der dann Angst hatte, dass wenn das umgesetzt werden würde, man doch bitte die Pandemie, die von seinen Experten prophezeien, dann nicht mehr bekämpfen könnte. Und da muss ich sagen, völlig falsch. Wenn man Kelsen kennt, wenn man den Stufenbau der Rechtsordnung kennt, bedeutet ein Verfassungsgesetz nur, dass es schwieriger ist, dass man einfach per Regierungsdekret mit Abstimmungsmaschinerie einfach ein einfaches Gesetz macht, das der Gesundheitsminister schreiben lässt und das wird halt, geht halt durch, sondern es verlangt die breite Mehrheit. Das heißt, wenn es eine breite Mehrheit des Parlaments gibt,
dann wird es auch eine Möglichkeit geben, eine Impfpflicht einzuführen. Nur die halt eben auf einer sehr breiten Mehrheit. Und wenn Sie sich das ansehen, jetzt im Februar, war die breite Mehrheit dafür. Es wäre also kein Problem, ein derartiges Gesetz zu verankern. Nur es verlangt hier eine breite Diskussion. Man muss Ihnen oft in Erinnerung rufen, dass Sie als Abgeordnete nicht die Vollzieher des Willens der Regierung sind, sondern Sie sind in Wahrheit diejenigen, die die Regierung zu kontrollieren haben, mit ihren Gesetzen und mit ihren Voten, die sie haben. Ganz genau, Sie haben es erkannt. Sie machen die Gesetze, theoretisch. Praktisch gesehen kennen wir die österreichische Realverfassung. Und wenn man ins Parlament sieht, wie viele Regierungsvorlagen haben Sie schon abgelehnt? Noch keine. Also, kommen wir jetzt mal nicht mit dem, wir machen die Gesetze, das stimmt. Aber es braucht auch eine breite Basis für wesentliche Eingriffe. Sie müssten diese Kontrolle ausführen und hätten Sie diese Kontrolle tatsächlich wahrgenommen in den letzten 2 Jahren, wären viele Missstände nicht passiert. Das Volk wäre nicht gespalten worden durch die unsägliche Politik der Regierung, die Millionen in Kampagnen reinbringt. Zuletzt habe ich eine Kampagne als Plakatkampagne gesehen, der Kunst ihre Zeit, der Zeit ihre Impfung. Dämlicher kann man es nicht machen. Sie haben dieses Volk der Österreicher gespalten in Leute, die unsicher sind, die Angst geschürt haben. Sie haben die Regierung nicht gestoppt, Sie haben Minister, die das befürwortet haben, nicht einfach schlicht rauskomplimentiert, sondern Sie haben einfach abgestimmt, wie der Kanzler Kurz und seine Nachfolger es wollten. Hätten Sie Ihre Aufgabe erfüllt, nämlich die Kontrolle durchgeführt, dann wäre das nicht passiert. Deshalb wäre es klug, hier ein Verfassungsgesetz zu schaffen. Und ich sehe das nicht als Knebel von Ihnen als Abgeordnete, sondern in Wahrheit ist es ein unglaubliches Machtinstrument. Sie zwingen dann dazu, die Regierung hier mit Ihnen zu sprechen, mit allen Abgeordneten zu sprechen und nicht in Nacht- und Nebelaktionen irgendwelche Gesetze per, wie gesagt, Taschenspielertricks hier verabschieden zu lassen. Denn eine Zweidrittelmehrheit nach Stufenbau der Rechtsordnung ist etwas Sinnvolles, wenn es um wichtige Dinge geht. Also deshalb ist das Punkt 1 unseres Volksbegehrens. Der Punkt 2 des Volksbegehrens ist das berühmte Antidiskriminierungsgesetz. Diskriminierung aufgrund des Impfstatuses findet schlicht statt. Jeder, der das leugnet, gehört genauso zu den Corona-Leugnern, die sagen, es hat doch nie eine Infektionswelle gegeben. Ja? Das ist dieselbe Art und Weise der Argumentation. Die Diskriminierung findet in diesem Land statt. Es gibt im Bereich der Arbeitswelt, im Bereich der Bildung, sogar in dem Bereich der Altenbetreuung und Pflege findet sie statt. Es gibt Menschen, die ihre Jobs verlieren, weil sie sich weigern, zum 3., 4., 5. Mal sich impfen zu lassen. Es gibt Menschen, die keinen Job bekommen, weil ihnen bei gleicher Qualifikation der Geimpfte vorgezogen wird. Es gibt Menschen, auch in der Behörde, auch in Institutionen, die eigentlich immer für die Philanthropie stehen, ja? Gibt es Menschen, die gemobbt werden und nahezu zu Selbstmorden geführt werden. Es gibt Situationen, Familien werden getrennt, weil plötzlich irgendjemand glaubt, dass ein Geimpfter ein besserer Mensch ist. Das ist ein Fakt. Wir haben eine Petition, wir haben ein Gesetz geschrieben, wir haben allen Ihnen, allen 183, allen Abgeordneten hier, haben wir einen Gesetzesvorschlag unterbreitet, Kollege Höllwart und ich, und haben Ihnen geschrieben, das wäre eine Idee, machen wir doch ein Antidiskriminierungsgesetz, weil wir sind ja hier Weltmeister im Antidiskriminieren. Wir haben für alles ein Antidiskriminierungsgesetz. Warum nicht auch für die Diskriminierung aufgrund des Impfstatuses? Wir haben 2 Rückmeldungen von Ihnen als Abgeordnete bekommen. Eine davon war vom NEOS-Abgeordneten Loacca, der mir geschrieben hat, dass er das begrüßt. Aber andererseits, die liberale Arbeitswelt wird das schon regeln. Die Leute werden nicht so sein. Sie werden nicht sich auf irgendwelche Impfstatus beziehen und wenn sie Leute einstellen. Nur leider ist das halt völlig an der Realität vorbei. Wir wissen schlicht, dass diese letzten 2 Jahre, die für jedermann schwierig waren, und ich gestehe durchaus zu, auch für Sie als Abgeordnete, weil Sie auch nicht wussten, wo es hingeht und Sie sind hin und her gerissen worden zwischen den Experten der Regierung und anderen Menschen, die vielleicht die Meinung hatten, dass das nicht alles so stimmt, was vorgebetet worden ist, was sich im Übrigen auch im Nachhinein als richtig herausgestellt hat, nämlich, dass nicht alles gestimmt hat, was Kurz und Co. von sich gegeben haben. Herr Magister Scheer, ich darf Sie ersuchen, auch zum Schluss zu kommen. Von sich gegeben haben. Jetzt kommt mein Schlusssatz. Wenn Sie Antidiskriminierung wollen, müssen Sie diese anordnen. Und diese Antidiskriminierung sollte im Rahmen eines Gesetzes passieren, damit man Menschen das Signal gibt, dass etwas, was nicht verboten ist, nämlich ungeimpft sein,
auch nicht Gegenstand einer Diskriminierung sein kann. Weil ansonsten geben sie nämlich diesen Staat und dieses Land jenen in die Hand, die immer wieder die Zügel enger schnallen wollen. Und das, dafür sind wir nicht hier in einer ordentlichen Demokratie westlichen Zuschnitts. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Magister Scheer, und nochmal Entschuldigung für den falschen Aufruf. Der Magister Höllwart macht die Schlussworte, habe ich mitbekommen. Vielen Dank.